Was hat uns Mystik, christliche Mystik, heute zu sagen? Wo begegnet sie uns? Wo übersehen wir sie vielleicht? Welche Wege zeigt sie auf, gerade in Krisenzeiten? Wie kann sie die persönliche Spiritualität befruchten? Und wie kann ihre Stimme auch im Konzert der theologischen Disziplinen zum Tönen, zum Klingen gebracht werden? Viele Fragen, keine Antworten, jedenfalls nicht von mir. Aber das ist das Schöne in unserer Reihe. Wir dürfen uns die Antworten auf solche Fragen einfach durch unsere Referentinnen und Referenten schenken lassen. Und so halten wir es auch heute Abend und in dieser Reihe Diesseits, die Raum für Orientierung geben soll, mit Zeit für Gedanken und Gespräche, für Fragen und Einsichten zwischen Himmel und Erde. Zu Gast, so haben wir uns das vorgenommen, sind Menschen, die selbstsuchend ihre Erfahrungen teilen und damit andere inspirieren. Und damit komme ich zu Ihnen zurück, lieber Herr Dr. Fuchs, begrüße Sie noch einmal herzlich, einen Menschen, der selbstsuchend seine Erfahrungen teilt und es versteht, dadurch andere zu inspirieren. Genau ein solcher Mensch sind Sie und das schon seit Jahrzehnten auch in der Öffentlichkeit, als Theologe und Autor, als Mystikkenner, Forscher und Experte, als Radioverkündiger im Deutschlandfunk und im SWR in jedem Fall, ehemals als Direktor der Katholischen Akademie Rabanus Maurus in Wiesbaden, als Publizist und ganz persönlich, nicht zuletzt als Seelsorger und Gottsucher, wie wir es in unserer Ausschreibung versucht haben, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Muss ich mehr sagen? Habe ich etwas vergessen? Herr Dr. Fuchs, Sie können gerne ergänzen, wenn Sie mögen. Aber ich bin sicher, dass viele, die heute da sind, Sie ohnehin längst kennen und möchte daher auch Ihrem Vortrag nun gar nicht länger im Wege stehen und darf Sie herzlich um Ihr Wort bitten. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Schwab. Meine Damen und Herren, wenn Sie einleiten, Herr Schwab, mit Antworten finden auf Fragen, dann merke ich noch mehr, dass ich bei diesem Thema eben kein Experte bin, dass ich immer mehr eigentlich zu der Überzeugung neige, dass das Geschenk des christlichen Glaubens viel tiefer darin besteht, mit den Fragen Gottes leben zu lernen und seine Fragen und unsere Fragen in ein Wechselspiel bringen zu dürfen. Also Antworten im Sinne der Ruhigstellung und der Erklärung gerade nicht, sondern ein Anteilnehmen an dem Abenteuer Menschwerdung und Schöpfungsbewahrung. Einen Spitzensatz christlicher Glaubenspraxis, Gott in allen Dingen finden, unbekümmert in die Überschrift zu setzen, ist ja brandgefährlich, wie wir alle wissen. Zu leicht kann vergessen werden, wie viele Hoffnungs- und Leidensgeschichten sich in diesem Satz versammeln, angefangen von den biblischen Glaubensgeschichten. Und groß ist vor allem auch die Versuchung, immer schon ein Happy End zu unterstellen und einem letztlich konsumistischen Religions- und Mystikverständnis das Wort zu reden, dass ja Gott längst gefunden sei und wir ihn hätten. Mystik als Gottesbesitz. Das Fragezeichen im Titel ist aber auch deshalb ebenso dringend wie bedrängend, weil diese uralte Formel mystischer Erfahrung heute in einem epochal veränderten Kontext buchstabiert werden muss. Nach Auschwitz nämlich. Dies nicht nur als Ortsangabe rational geplanten Schreckens gemeint, sondern als Realsymbol für die Nachtseite von Aufklärung und Fortschritt. Wir sind ja nicht nur Akteure und Profiteure unglaublichen humanitären Fortschritts, jetzt auch die Forschung der Corona-Krise zeigt unter anderem, sondern wir sind auch Mittäter und Opfer seiner abgründigen Schattenseite. Sind nicht die KZs der Gegenwart unendlich raffinierter noch als die der Nazis, vom Fortschritt in Waffensystemen und Foltermethoden ganz zu schweigen? Und ergibt sich nicht auch die Klimakatastrophe aus derselben Dialektik der Aufklärung und ihrer Mystik? Womöglich ist ja auch die Corona-Krise viel weniger ein Moment der Naturgeschichte, sondern ein Ausdruck tiefen ökologischer Perversion mit ungeheuren Zerstörungspotenzialen weiterhin.
Wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben? Fragt in New York der eine Rabbi den anderen. Nach langem Schweigen, wie es sich gehört, als Antwort die Rückfrage. Wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Auf die Ebene persönlicher Erfahrung derer bezogen, die sich um intellektuell wie spirituell redliche Zeitgenossenschaft bemühen, würde ich zum Beispiel Christian Lehnerts Zweiteiler zitieren: Der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, ist meiner Seele nah, je mehr ich ihn vermiss. Mystik, natürlich ein abendfüllendes Programm für sich, entstehe dort, wo Sehnsucht und Verzweiflung sich paaren, so hatte Nietzsche treffend notiert. Im Doppelalphabet von Schönheit und Unglück, meint Simone Weil. Wo also ist es derzeit zum Verzweifeln und worauf richten sich Sehnsucht und Leidenschaft? Und woher die motivationalen Kräfte und Ressourcen nehmen, ohne zu stehlen? Wie gelingt es, gerechteres Leben für alle zu ermöglichen, ohne die Erde weiter zu zerstören und uns selbst? Wie also angesichts der Grenzen des Wachstums endlich leben lernen, wirklich endlich? Und vergessen wir nie, es gibt eine gute und eine böse Religion. Das gilt auch für deren Radikalform, die Mystik. Eine Mystik des Bösen, schwarz, braun, rot, wie auch immer. Beim Thema Mystik, wie auch immer im Einzelnen verstanden, geht es also nicht um ein Luxusthema für religiös-musikalische, schon gar nicht um etwas Mysteriöses im gesellschaftlichen Überbau, in esoterischen Duftträumen oder in besonderen Stimmungen der Psyche, vielmehr um Watzlawicks Frage: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Oder noch radikaler, was ist das, was ist und warum und wozu? Und was ist daran biophil und lebensfördernd? Und was ist nekrophil und zerstörerisch? Angesichts der knappen Zeit schlage ich als Arbeitsbegriff schlicht vor: Mystik ist der Sinn für das Nicht-Selbstverständliche am Dasein, für das Positiv und Negativ Überwältigende. Der Sinn für Kontingenz, für das, was zufällt und aufgegeben ist an Möglichkeiten und Grenzen. Also ich könnte auch sagen, es geht um die Rätsel- bzw. Geheimnisstruktur der Wirklichkeit, positiv um ihren Geschenkcharakter. In aller Kürze mit Ungarettis wunderbaren Gedichten: Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla. Zwischen der gepflückten Blume und der anderen, der Geschenkten, das unaussprechliche Nichts. Und zwar eben in allen Dingen. Oder wenn ich das zweite wunderbare Kurzgedicht von ihm noch dazu zitieren darf: Milumino dimenso. Ich lasse mich erleuchten vom Unendlichen. Ich werde aufgeklärt durch das, was überwältigt. Ich werde durchleuchtet von dem, was unfassbar ist. Uns geht es hier um theistisch geprägte Mystik. Das ist keine Kleinigkeit, das missbrauchte Wort Gott noch in den Mund zu nehmen und in der Geheimnisstruktur der Wirklichkeit das so fokussiert sein zu lassen, ja, und ihn sogar beim Namen zu rufen. Absolut nicht selbstverständlich in Zeiten mit polytheistischer Vielfalt und praktischem Nihilismus. Und es geht uns um christliche Mystik. Nochmals eine Fokussierung besonderer Art. Gott nicht nur im Unterschied zu den Götzen, Gott auf dem Angesicht und in der Praxis seines geliebten Zeugen aus Nazareth. Christus, bist du wirklich auch in mir? Hast du wirklich auch die Qual erfahren einst am Ölberg? Dann steh mir bei. Zum Beispiel Christine Lavand. Also Gott in allen Dingen finden. Bevor ich mit Ihnen ein wenig in die große Glaubensgeschichte unseres Titelswortes zurückgehe, stelle ich eine Fassung hier dieser Formel in das Portal, die mit dem Zeitindex nach Auschwitz unmittelbar zu tun hat und zudem mit dem Märtyrertod beglaubigt ist. Viele von Ihnen werden es gewiss schon kennen und oft meditiert haben. Ich zitiere:
Innerlich habe ich viel mit dem Herrgott zu tun und zu fragen und dran zu geben. Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Die Kunst und der Auftrag ist nur, dieser aus diesen Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen, beziehungsweise werden zu lassen. Dann wird das Leben frei, in der Freiheit, die wir oft gesucht haben. Wir wissen, mit gefesselten Händen, im Kampf ums Überleben geschrieben, bringt dieser Kassiber Alfred Delps die Mitte christlichen Glaubens und seiner Mystik zum Ausdruck. Ersichtlich das unglaubliche Vertrauen in die Welt als Gottes gute, sehr gute Schöpfung trotz allem. Gottes strömende und schaffende Gegenwart darin, mitten im Strudel von Schönheit und Unglück. Und die unglaubliche Würde des gottgefragten Menschen, die Weltgeschichte zweier Freiheiten, Gott und Mensch, die sich wechselseitig suchen und in Jesus Christus definitiv schon fanden und finden. Mysterium Fidei, heilige Kommunion zwischen Gott und Mensch und Welt. In Jesus Christus hat sich Gott mit jedem Menschen gleichsam vereinigt. So brachte es das letzte Konzil auf den Punkt, und Zeugen wie Delp waren seine Vorarbeiter. Was in Christus definitiv schon geglückt ist, soll überall endlich glücken, muss noch erkämpft und erbetet, erarbeitet und erlitten sein. In einer radikal offenen Geschichte, bei Delp gegen die braune Mystik der Nazis und eine angebräunte Hierarchie. Ersichtlich auch dies an diesem Zeugnis, das ich paradigmatisch für unser Thema insgesamt in den Mittelpunkt stelle. Ersichtlich auch dies, christliche Mystik bezieht sich auf den Glauben an Gottes gute Schöpfung und seine Menschwerdung und darin ganz auf die biblischen Quellen. Christliche Mystik ist immer biblische Mystik. Der ursprüngliche Sinn ist der, nach dem mystischen Sinn der Heiligen Schriften zu suchen und ihn zu erschließen in unserer Praxis und Erfahrung. Die Suche nach dem mystischen Sinn der Heiligen Schriften, das ist historisch der älteste und basale Sinn von Mystik im Christlichen. Und die Mystik hätten wir nicht ohne die Kirche, das sei noch in Klammern hinzugefügt. Christliche Mystik, biblisch fundiert, in alles und jedes bin ich eingeweiht, in Hunger und Sattsein, in Überfluss und Entbehrung. Ich vermag alles durch ihn, der mir Kraft gibt. Die Dynamik in mir, Christus, Paulus. Alles gehört euch, ihr aber gehört zu Christus, Christus zu Gott. Nochmal Paulus. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und wenn Gott für uns ist, dieser Schöpfer und Erlöser, was kann uns dann noch passieren? Lassen Sie mich nach dieser Annäherung im Fokus und im Hintergrund und Mittelpunkt Delps großes Zeugnis nun einen Dreischritt mit Ihnen gehen, in aller Kürze, damit wir auch noch ein wenig Zeit natürlich zum Austausch haben, ein wenig wenigstens. Zunächst Gott finden in allen Dingen. Zweitens Gott vermissen in allen Dingen. Drittens für Gott eintreten in allen Dingen. Und im Grunde ist das eine einzige Bewegung. Zunächst also, lassen Sie mich zurückgehen in die Achsenzeit der christlichen Spiritualitätsgeschichte, in der unser Leitwort seine Prägung fand. Es ist die Zeit des Minnesangs, in der der Mensch anfing, reflexiv Ich zu sagen und seine Innerlichkeit bewohnen lernte und darin das Geheimnis des einzig Wirklichen und Wirkenden, das Jahrhundert der Entdeckung der Liebe und der Vernunft. Bernhard von Clairvaux und seine Bewegung sind bezeichnend für den epochalen Wandel. Dann die Beginen- und Bettelordensbewegungen, spirituelle Avantgarden im Aufbruch zur Neuzeit und Moderne. Für unsere Leitformel ist wirkungsgeschichtlich besonders Meister Eckhart wichtig geworden und auf ihn will ich mich
gleich auch ein wenig konzentrieren. Natürlich wäre auch das erste Jahrtausend eine ungeheure Vorgeschichte und Schatzkammer für unser Thema, die Mönchsväter und Mönchsmütter, Augustinus, die platonisch-arabische Philosophie. Aber wenn denn Subjektwerdung und Erfahrung das qualifizieren, was man im heutigen Sinne Mystik nennt, dann muss man zurückgehen in jene fantastische Brunnenstube neuzeitlicher Christlichkeit im Mittelalter. Dass ich jetzt zunächst nur Meister Eckhart kurz in den Blick fasse, ist der knappen Zeit geschuldet. Er gehört natürlich zusammen mit der sogenannten Frauenmystik seiner Zeit, besonders auch seiner großartigen Glaubensschwester Margaret Porret, die mit ihrem Werk verbrannt wurde und eine tragische Zeugin dieses Glaubens in der kirchlichen Realität ist, in der Kirchengeschichte. Also, liebe Zuhörende, Meister Eckhart, für viele heute eine erste Adresse und das hat Gründe. Er war nämlich zum Beispiel der Überzeugung, wie viele Kirchenväter auch, dass Bibel und Vernunft in Wahrheit dasselbe sagen. Wir wissen längst, was gut und wahr ist. Die Bibel ist uns nur wegen unserer Dummheit und Sehschwäche sozusagen als Brille gegeben. Aber in Wahrheit sind wir schon zutiefst von dem geprägt, von dem Geheimnis, das wir Gott nennen und das die Mitte, die Dynamik von Welt und Mensch macht. Das Geheimnis, das wir Gott nennen, kommt eben nicht sozusagen sekundär zur sogenannten Wirklichkeit hinzu, wie das im heutigen Denken angesichts des Zerfalls von Welt und Gott, die Welt ist gottlos geworden und Gott ist die Welt los geworden ist. Nein, in diesem Denken ist völlig klar, und das gilt es, denke ich, glaubend und denkend wieder zu gewinnen, ist das Geheimnis, das wir Gott nennen, der tiefste Grund in allem und die wirkende Wirklichkeit allem gründend zuvor. Natürlich ist Gott auch für Eckhart der absolut Unbegreifliche, aber eben in allen Dingen und nicht jenseits ihrer. Und ein zweiter Grund für Meister Eckharts Attraktivität liegt wohl darin, dass Eckhart keine Passionsfrömmigkeit im üblichen Sinne kennt, eine forcierte Kreuzesfrömmigkeit und Opferspiritualität, die vielen Mitmenschen schwer geworden ist oder auch sperrig den Zugang zum Geheimnis Gottes verstellt. Erst bei näherem Hinsehen zeigt sich freilich, wie sehr auch Eckharts Gedanken durch und durch christlich und christologisch geprägt sind, nämlich im Mitvollzug jener Gelassenheit, die Jesus als den Zeugen Gottes glaubhaft machte, ein Loslassen und Gewinnen. Schon in seiner ersten größeren Schrift, die Reden der Unterscheidungen, kommt Eckhart auf sein Lebensthema mit dem Zitat: Die Leute brauchen nicht so viel nachzudenken, was sie tun sollten. Sie sollten vielmehr bedenken, was sie schon wären und sind, nämlich Gottes Geschöpfe und von unerschöpflicher Würde. Genauer noch, sie sind schon von Gott erfüllt und bestimmt, denn sonst wären sie nicht. Wer weiter nichts als die Kreaturen erkennen würde, der braucht auch keine Predigt mehr, denn jegliche Kreatur ist Gottes voll und ein Buch, besonders der Mensch. Eckhart denkt sozusagen ressourcenorientiert. Nicht Zukunft und das, was sein sollte, sondern Herkunft ist das Erstaunliche. Das gilt es anzuschauen und ernst zu nehmen. Contemplata aliis tradere, das, was man anschaut, das, was man würdigt, wahrnehmen und dann mitteilen. Kleines Beispiel. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht, wenn er gelobt wird oder sogar Liebe erfährt, aufblüht. Tut unheimlich gut. Und das wissen wir alle. Das kann traumatisch verstellt sein, biografisch behindert und so fort. Aber im tiefsten sind wir derart ansprechbar darauf. Warum? Eckhart würde sagen, weil wir aus einer größeren Liebe stammen. Und diese Abkünftigkeit, die hat zu tun mit dem Geheimnis, das wir Gott nennen. Wir sind heute gepolt, um einen Sprung zu machen, natürlich Gott, Zukunft, zu assoziieren, das, was voranführt, kostbar und wichtig. Hier in dieser Brunnenstufe unserer Formulierung ist zunächst einmal, und Eckhart ist ein großer Schöpfungstheologe, das Geheimnis des Daseins überhaupt als nicht selbstverständlich zu würdigen und darin meine Wenigkeit und in meinem Leben meine Vernunft. Dieses in
notwendige Einwärtswirken, wie Eckhart das nennt, Inwärtwirkungen, das mit sich selbst in ein Verhältnis treten und dem Grund meiner selbst und deiner selbst nachzuspüren und darüber unfassbar zu werden und Anteil zu gewinnen an der Unfassbarkeit dessen, der fassbar ist in meinem eigenen Dasein und im Geheimnis und im Dasein der Welt. Intus legere, ein unglaubliches Schöpfungs- und Vernunftvertrauen. Vernunft ist natürlich nicht Verstand oder gar Ratio im Sinne von rationalisieren. Es ist diese Selbst- und Ganzwahrnehmungsfähigkeit, die unser Menschsein ausmacht. Also heißt der Kernsatz jenes Weges, den man mystisch nennen könnte, jener Mystagogie, die zugleich ein Suchen und Finden und sich finden lassen, um tiefer zu suchen ist, heißt nach Meister Eckhart, nimm dich selbst wahr und so viel du dich findest, lass dich, verlass dich. Richte dein Augenmerk auf dich selbst und wo du dich findest, da lass dich. Gott finden heißt sich selbst finden. Gott suchen heißt, sich selbst suchen und erstaunen darüber, dass dieser Impuls zum Suchen offenkundig unbedingt zu uns gehört. Dieses Bedürfnis, in der Sprache Eckharts gesagt, dass dir Gott groß werde und darin du selbst und die Welt und alles, was ist. Ziel dieser Bewegung ist also der vollends gelassene, der gottempfängliche, der gottdurchlässige Mensch. Wir könnten auch sagen, der Christusmensch, weil er einzig Gott hat und es nur auf Gott absieht und alle Dinge ihm lauter Gott werden, wirkt er ganz in der Freiheit und im Frieden. So soll der Mensch das ergreifen, was er ist, nicht das, was er sein soll. Und da finden wir einen ganz zentralen Impuls, glaube ich, der für unsere heutigen Fragen ganz wesentlich ist, Schöpfung neu zu denken. Schöpfung ist nicht Natur. Natur, das bescheinigt uns die Corona, ist durchaus auch ganz schlimm. Sie ist die Mutter Natur, die uns nährt und unendlich viele Möglichkeiten gibt. Aber sie ist eben auch eine gefräßige Natur, die alles platt macht, um sich selbst auszubreiten, in Gestalt von solchen Viren zum Beispiel. Schöpfung dagegen ist zutiefst, wenn wir wissen, was wir sagen, immer schon theistisch konnotiert und meint, dass das, was ist in seiner Vielfalt und Ambivalenz, doch unter einem radikal guten Vorzeichen steht und aus dem Wohlwollen eines stets wirkenden Grundes hervorgeht. Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen, noch ein Zitat, und soll sein Gemüt daran gewöhnen, Gott alle Zeit gegenwärtig zu haben, und zwar nicht im Denken, nicht im Grübeln, sondern im Dasein, sozusagen im Durchatmen, im Durchspüren, so wie es in dem Kirchenlied schön heißt, du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Durch und durch ist das, was wir Gott nennen, eine Wirklichkeit in und zwischen uns und allem und uns gegenüber, sodass wir zu ihr beten, in uns und zum Nachbarn und zum Allem. Aber es gibt dieses Hindernis unter uns, weil wir uns selbst im Wege stehen, weil Gott in diesem Menschen noch nicht alle Dinge geworden ist. Denn wäre dies so bei ihm, so wäre ihm an allen Städten und bei allen Leuten gar recht und wohl. Denn er hat Gott und den könnte ihm niemand nehmen, auch könnte ihm jemand an seinem Werk hindern. Wer Gott so hat, dem leuchten alle Dinge auf und werden zu so etwas wie einem Sakrament. Das mystagogische Wandlungsprogramm mit dem Ziel, dass der Mensch so durchlässig, so präsent, so frei, so empfänglich und gebend sei, ohne Warum, ohne Hintergedanken und Berechnungen und Absichten. Der mystagogische Weg auf dieses Ziel des wahren Menschen, der wir schon sind und der wir sein werden, ist in einem Dreischritt formuliert. Der Mensch solle entbildet werden seiner selbst und eingebildet in Jesus Christus und überbildet in die Gottheit. Der Mensch soll befreit werden von seiner Angst um sich selbst, von seinem Ego. Er soll eingebildet werden in
Das Geheimnis Jesu Christi, denn in ihm sind Gott und Mensch für immer einig geworden und da ist diese heilige Kommunion schon geglückt und überbildet in die Gottheit, die zugleich auch die Unbegreiflichkeit des eigenen Menschseins meint. Sehr, sehr wichtig, gerade in einem heutigen Denken, wo man so schnell dann assoziiert, ja, Gott ist ja unbegreiflich und wir? Nein, Eckhart denkt die Wirklichkeit im Ganzen als Schöpfung. Und entsprechend gibt es dann in dieser Perspektive tendenziell nichts, was gottlos wäre. Aber dies kann der Mensch nicht, noch ein Zitat, ein letztes, dies kann der Mensch nicht durch Fliehen lernen, indem er von den Dingen flüchtet und sich äußerlich in die Einsamkeit kehrt oder fromme Dinge tut. Er muss vielmehr eine innere Einsamkeit lernen, wo und bei wem er auch sei. Er muss lernen, die Dinge zu durchbrechen und seinen Gott darin ergreifen und sich ergreifen zu lassen und das kraftvoll in einer bildenden Weise. Das ist für ihn Bildung. Der Begriff kommt von ihm. Es soll herauskommen, was wir sind, Gottes Bild und Gleichnis. Also ein schöpferisch wirkender, freigebender Gott und ein empfänglicher Mensch geraten in ein Resonanzverhältnis, das zu einer unterschiedenen Innigkeit führt, wie sie größer nicht gedacht werden kann. Soweit Meister Eckhart, sein großer franziskanischer Kollege Dunscotus hat es auf die wunderbare Formel gebracht: Gott will uns als Mitliebende. Gott sucht Partner und Partnerschaften. Hier tauchen Gedanken auf, die das weitere Denken im zweiten Jahrtausend prägen werden, weil das natürlich die Eröffnung einer wechselseitigen Freiheits- und Befreiungsgeschichte zwischen Gott und Mensch sein soll. Also fassen wir zusammen, Meister Eckhart, ein unglaublicher Schöpfungstheologe, der das im Blick auf die Selbstwerdung des Menschen, würden wir abgekürzt sagen, auf die Wahrnehmung der Schöpfung in allen Dingen bezieht. Das Ziel ist der Mensch, der in der Kontemplation, in der Empfänglichkeit aktiv und in der Aktivität kontemplativ bleibt, der also wie Ein- und Ausatmen in jenem gottmenschlichen Rhythmus steht. Keine faule, bloße Gottergebenheit, sondern es muss fruchtbar werden. Aber eben Fruchtbarkeit heißt nicht Werkeritis oder Stress, sondern das genaue Gegenteil, aus dem Empfangen leben. Genauso, das wäre mein zweites Beispiel, ist das bei Ignatius von Loyola zwei Jahrhunderte später zu buchstabieren. Das will ich aber jetzt aus Zeitgründen doch leider etwas abkürzen. Bei Ignatius um 1500, Luther und so fort, Reformation, steht viel stärker die Kreuzestheologie, die Christusnachfolge unmittelbar im Mittelpunkt. Aber die Schöpfung ist auch da, das Ziel einer solchen Mystik, denn das Christusgeheimnis ist so gesehen nichts anderes als die neue, vertiefte und endgültige Erschließung des Sinnes der Schöpfung im Ganzen. Nur ein kleines Zitat aus jenem Werk von Ignatius, die Exerzitien, in dem es darum geht, sein Leben zu ordnen, also der inneren Gottes- und Lebensstimme auf die Spur zu kommen und die Hindernisse, die wir selbst sind, langsam verwandeln und abschmelzen zu lassen. Es geht darum, dass die Liebe zwischen Gott und Mensch als wechselseitiger Austausch formuliert wird, Zitat, dann ist es wichtig, die empfangenen Wohltaten von Schöpfung, Erlösung und besonderen Gaben sich ins Gedächtnis zu rufen, indem ich mit vielem Verlangen erwäge, wie viel Gott, unser Herr, für mich getan hat und tut und wie viel er mir von dem gegeben hat, was er hat und wie viel er mir noch geben will, damit ich das werde, was ich bin, mit dem berühmten Zusatz, wir wären unendlich überrascht davon, was Gott aus uns schaffen würde, wenn wir uns ganz ihm überließen. Und da fällt erstaunlicherweise zum ersten Mal der Gedanke der Arbeit, Schöpfung als Arbeit. Gott arbeitet sich an uns ab. Zitat, es gilt zu erwägen, wie Gott sich in allen geschaffenen Dingen auf dem Angesicht der Erde für mich, Zuspitzung auf das Subjekt, müht und arbeitet,
das heißt, sich in der Weise eines Arbeitenden verhält, wie in den Himmel, Elementen, Pflanzen, Früchten, Herden und so fort. Also eine unglaubliche ein Schöpfungsvertrauen, das in keiner Weise blind ist vor den zerstörerischen Mächten in uns und um uns, die aus der verstörten Ordnung kommen. Insgesamt also in diesem Durchgang mit diesen beiden großen Zeugen, die das Selbstsche Zitat vertiefen können und ihm historischen Hintergrund geben, Schöpfungsmystik und Christusmystik als der Schatz, der in uns hinterlegt ist und den es zur Entfaltung zu bringen gilt. Gott finden in allen Dingen heißt also dann sich finden lassen von ihm und schon das Suchen als Ausdruck dafür zu nehmen, wie Pascal dann sagte, dass wir gar nicht suchen könnten, wenn wir nicht schon gefunden hätten. Und das Finden nie als ein Abschluss und als eine fertige Inbesitznahme, sondern als die Eröffnung einer wunderbaren Beziehungs- und Wandlungs- und Erlösungsgeschichte. Aber, meine Damen und Herren, genau an diesem Punkt, Gott finden in allen Dingen, wird unser einer vor allem nach dem letzten Jahrhundert der Kriege und dem Fortschritt des Folterns neue Fragen haben. Wie ich eingangs im Kurzgedicht von Christian Lehnert andeutete, müsste nicht im Durchgang durch den Feuerbach der Religionskritik und dem hierzulande vorherrschenden praktischen Polytheismus unser Leitthema umformuliert werden, Gott vermissen in allen Dingen. Das klingt ja alles sehr gut und sehr schön, was wir gehört haben, aber ist es nicht doch viel zu blauäugig und viel zu wenig konfrontiert mit den entsetzlichen Gewalt- und Angstgeschichten seitdem? Markiert es nicht einen epochalen Bruch auch der Gestalt des Christlichen in diesem ersten heidnischen Jahrhundert, in dem wir leben, nach Christus? Sind uns nicht alle affirmativen Redeweisen von Gott, Meister Eckharts Gott haben zum Beispiel, längst abhanden gekommen und auch sein großes Vernunft- und Schöpfungsvertrauen? Hat sich gar das Geheimnis, das wir Gott nennen, seinerseits entzogen und ist nur mehr anwesend im Modus der Abwesenheit? Muss man nicht vom Entzug Gottes sprechen und ganz neu buchstabieren, was die Bibel Vorübergang des Herrn nennt? Deshalb zweitens, Gott in allen Dingen vermissen und umso mehr natürlich suchen, aufgrund dieser merkwürdigen Dialektik schon gefunden zu sein, um suchen zu dürfen. Der große Mystikforscher und wohl auch Mystiker Michel de Certeau hat nach langen Arbeiten als Summe seines Rückblicks in die vergangene tausendjährige Christentumsgeschichte notiert, Mystiker ist, wer nicht aufhören kann zu wandern und wer in der Gewissheit dessen, was ihm fehlt, von jedem Ort und von jedem Objekt weiß, das ist es nicht, noch nicht. In der Gewissheit dessen, was ihm fehlt. So wie Liebende wissen, gerade wenn sie irgendwie weit auseinander sind, innerlich oder äußerlich, du fehlst mir, ich weiß, was mir fehlt. Das Geschenk des christlichen Glaubens, jetzt neu buchstabiert, ist nicht einfach finden und haben, sondern es ist in der Gewissheit dessen, was uns fehlt, das ihm nachgehen, der uns vorausgegangen ist. Denn alles hat ein Verfallsdatum und einen Verheißungsvermerk. Und das christliche Vorzeichen für den Glaubensweg heißt, er ist nicht da. Er ist uns vorausgegangen. Und nun ist auffällig, wenn ich wiederum in die Glaubensgeschichte des letzten Jahrtausends zurückgehe, dann sehe ich, wie diese Stimme eben auch in der Zeit damals, im 12. und 13. Jahrhundert, beginnt. Bei Meister Eckhart übrigens auch sehr zentral ist mit seinem Satz, Gottes quitt werden um Gottes Willen, Gott lassen um Gottes Willen. Und der Rede vom Leiden Gottes. Lassen Sie mich eine Zeugin nennen, die ältere Glaubensschwester Meister Eckharts Mechthild von Magdeburg, nachdem wir, was wir wissen, der erste Christenmensch, der die Erfahrung der Gottesentfremdung und des Gottesentzuges im Glaubensvollzug selbst mitmachen will und muss und darf. Sie schreibt, nachdem wie in einer Art Psychodrama alles weg
gegangen und sich entzogen hat, was tröstet, was gut tut. Die Hoffnung geht weg, die Liebe geht weg, der Glaube geht weg, der Trost geht weg. Alles ist weg. Geblieben ist einzig die Fremde Gottes, die Gottesfremdung. Und nun der unglaubliche Satz von ihr: Nun verfährt Gott wunderbar mit mir, da mir seine Fremdheit lieber ist als er selbst. Die geht den Weg Jesu bis unter Luzifers Schwanz, wie sie sagt, bis in die letzten Abgründe des Daseins mit, mitleidend, wir würden sagen, an den Gewaltzusammenhängen. Und darin erfährt sie den lebendigen Gott näher als in den Glücksmomenten innigster mystischer Vereinigung, die sie kennt. Und sie notiert, hat sich die Seele, also der Mensch, zum Höchsten erhoben und ist er herniedergesunken in die tiefste Tiefe der Gottesentfremdung, dann ist er an Tugend und Heiligkeit voll erwachsen geworden. Und dann muss er mit den Schmerzen einer langen Wartezeit geschmückt werden. Die höchste Höhe der Gotteinigung und die tiefste Tiefe der Gottesentfremdung. Passionsmystik als Liebesmystik, das Anteilnehmen am Fehl Gottes, am Wissen um die dunkle Nacht des Glaubens. Der Ordensbruder, der etwas jüngere Meister Eckhart, ist einer der ersten Johannes Tauler, der diese Arbeit der Nacht, diese Entziehungsarbeit beschreibt. Und groß ist dann der Systematiker dieses dunklen Nachtgeschehens auf den Ostermorgen hin, Johannes vom Kreuz. Das Ganze liest er wie eine Entziehungskur aus falschen Abhängigkeiten und egoistischen Bindungen. Und da müssen wir heraus, nimm dich selber wahr und so viel du dich findest, lass dich. Aber der Eckhartsche Gedanke, natürlich zentralchristlich, wird jetzt hier hochdramatisch buchstabiert. Durch diese Nacht hindurch erst sind wir so gottdurchlässig, so absichtslos präsent, dass wir zum Frieden in der Welt beitragen können und nicht unter noch den besten Vorzeichen auch Unfrieden schaffen. Und der so gereinigte, der so zu sich und zu Gott gekommene Mensch ist dann der, der nichts mehr haben, nichts mehr kriegen, nichts mehr wollen muss, ähnlich bei Meister Eckhart, und der deshalb sozusagen mit blitzblanker Brille durchsichtig ist für den Zauber der Wirklichkeit, für die Schönheit der Schöpfung, trotz und in allem, was noch an Leiden und Gewalt da ist. Es ist kein Zufall, dass Papst Franziskus gerade diesen Text, den Sonnengesang des heiligen Johannes vom Kreuz, an den Schluss seiner Sozial- und Umweltenzyklika schreibt. Denn für Johannes vom Kreuz ist klar, der gottverbundene Mensch sieht in allem und auch im Bösen und im Unglück dadurch, das alles bist du und wirst du sein. Gott alles in allem. Und je mehr ein Mensch beschenkt ist in dieser heiligen Kommunion mit dem gegenwärtig wirkenden Gott, desto mehr wird er aus dieser Sicht heraus zum Bewahren und Gelingen der Schöpfung beitragen. Die Patronin von Teresa von Kalkutta, die Abwesenheit, die Dunkelheit Gottes erfährt, und zwar auf dem Angesicht der Armen in Kalkutta. Hier ist eine ganz eigentümliche sozusagen Allianz, in der die geringsten Brüder und Schwestern Jesu zu dem Ort werden, an dem Gott am allergegenwärtigsten ist, als der Bedürftige, der, wie Simone Weil sagt, um unsere Liebe bettelt. Und deshalb ein letztes Zeugnis für diesen Gedanken, dass das Gottvermissen in der Gewissheit dessen, was uns fehlt, in dieser Spannung von dankbarer Erinnerung und schmerzhafter messianischer Erwartung. Eti Hildum, der berühmte Text, ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich nicht von vornherein für alles verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen.
Und dadurch helfen wir letzten Endes auch uns selbst. Das Einzige, worauf es wohl ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Diesen zweiten Durchgang, das Geheimnis des Leidens Gottes, das Geheimnis dessen, der unserer bedürfen will, der uns nicht braucht, der aber sozusagen sein ganzes Geschick, menschlich gesprochen, in unsere Hände legt und Menschen sucht, die sich seiner so annehmen, wie das sein besonderer Zeuge aus Nazareth getan hat. Verantwortung für Gott übernehmen, also drittens, für Gott eintreten in allen Dingen. Krisen, Corona, Klima, es ist ja die Durchkreuzung von Allmachts- und Unsterblichkeitsfantasien. Es ist die Entdeckung der Kontingenz, der Fragilität mit allen unerschöpflichen Möglichkeiten unseres Freiheitsvermögens und mit der knochenharten Konfrontation der Grenzen des Wachstums in Mitwelt und Umwelt, in der Endlichkeit, Geburt und Tod. Was heißt also christliche Mystik in diesem Dreischritt? Sich von Gott finden lassen und das Suchen schon als ein Geschenk zu verstehen, in dem unser Suchen sein Suchen entdeckt und umgekehrt und es zu jener Begegnung kommt, die wir Heilige Kommunion nennen, im katholischen Sprachstil jedenfalls. Diese innigste Einheit, die alle Mystiker und Mystikerinnen suchen, diese Communio, ist nicht eine Ruhigstellung, sondern es ist das Anteilnehmen an der Not Gottes in der Welt, der Glaubende sucht, Mitliebende und Mitarbeitende. Alles mit Gott und alles ohne Gott, nichts aber, alles mit Gott oder alles gegen Gott, nichts aber ohne Gott. Das ist eine nicht untypische Kurzfassung biblischen Gottesglaubens, jüdisch buchstabierbar im katholischen Raum, zum ersten Mal in dieser Form bei Theodor Hecker formuliert und oft gebraucht. Also sich der Sache Gottes annehmen in der Welt, sich der Welt annehmen als dem Ort der Gegenwart des Schaffenden und des Mitleidenden Gottes, Abschied nehmen von einem allmächtigen Gott, Abschied von einem Kinderglauben, in dem wir vielleicht bisher viel zu sehr hängen geblieben sind, und aufbrechen in ein wirklich neues Stadium mündigen Glaubens, indem wir uns nicht auf irgendeinen Gott herausreden, sondern anwaltlich uns gewürdigt sehen, an seinem gigantischen Werk teilhaben zu dürfen und uns dessen zu freuen. Christliche Mystik ist immer Exodus-Mystik. Heraus aus dem Falschen, weiter voran. Und das immer in der Gewissheit, dass das Entscheidende schon geglückt ist, aber dass es erst überall glücken soll und glücken will, also noch nicht da ist, so wie es allseits sein müsste. Deswegen noch zwei, drei kurze Gedanken dazu. Das eine, was wir, denke ich, aus dem Durchgang durch die Tradition lernen können, Gott finden in allen Dingen, nie genug staunen darüber, dass so vieles ist und dass das, was ist, begriffen werden kann, als uns gegeben, vorgegeben, als Geschenk oder als Last, wie auch immer. Nochmals in einem wunderbaren Zweizeiler von Christian Lehnert. Es gibt nicht Gott. Es spricht ein unentwegtes Geben, in dem er selber wird, in Dasein und Entschweben. Dass er vorübergegangen ist, dass er nicht da ist in diesem Sinn, ist also die schöpferische Eröffnung eines Freiheits- und Verantwortungsraumes für uns. Er, den wir Gott nennen, ist der Geber, die Gabe und das Geben. Und je offener wir für ihn sind, desto mehr werden wir auch in Verantwortung genommen, der Kammerschild.
Ein zweiter ganz entscheidender Gedanke, das ist ja mehrfach schon angeklungen und immer wieder zu sehen. Christliche Mystik und christlicher Glaube ist durch und durch Gebet. Im Sinne einer mehr oder weniger dialogischen Verbundenheit mit dem Geheimnis, das in uns und unter uns und zwischen uns und uns gegenüber ist, so dass es nicht nur ansprechend und vielversprechend für uns ist, sondern ansprechbar und deshalb alles ins Gebet genommen werden kann. Alles ist schon mit dem göttlichen Verheißungsvermerk ausgezeichnet und alles soll ihn auch austragen. Und der Mensch spielt dabei eine Schlüsselrolle. Also nicht flüchten, sondern standhalten und dabei die Wirklichkeit nicht länger halbieren. Im Blick auf das Christusgeheimnis, im Blick auf diese Doppelsichtigkeit der Formel Gott finden, im schon empfangen haben und im vermissen, heißt immer aufhören, sich die Rosinen aus dem Kuchen der Wirklichkeit herauszuschneiden, sondern gerade dorthin zu gehen, wo es widerständig, wo es ärgerlich, wo es unrecht, wo es gewalttätig zugeht. Denken Sie an Delft zurück, ich muss das jetzt nicht entfalten. Aber ich lese einen volksfrömmigkeitlich nicht zufällig prägenden Vers hinzu von Paul Gerhardt aus dem Lied »Befiehl du deine Wege«. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Und Beten ist keine Einbahnstraße, sondern wechselseitig. Gottes Bitten erhören und davon überzeugt sein, dass er die Bitten, das himmelschreiende Unrecht der Welt und so fort erhört. Und in dieser Dialogizität, in dieser tiefen Verbundenheit bis in den Raum des Überpersonal hinein, so in Gott verwurzelt zu sein, dass man sich bis an die Peripherie, bis an das Gottloseste und Äußerste begeben kann. Sich erschüttern lassen von dem, was an Schönem und an Schrecklichem da ist. Keine Halbierung der Theodizee-Frage, wo wir immer gerne fragen, warum das Böse? Ja, warum denn auch das Schöne, das Gute? Erst dann, wenn wir diese Warum-Frage stellen und wenn wir durch sie in eine Bewegung der betenden Hingabe und Verantwortung kommen. Deshalb ist klar, so hoffe ich, Mystik ist nie individualistische Erfahrung, die gar eine egoistische Prägung haben könnte in ihrem Vollsinn. Sie zielt darauf, dass wir uns in allem, was wir sind, so wichtig nehmen, dass wir dadurch den tiefen Solidarzusammenhang mit allen Mitmenschen, mit der Schöpfung im Ganzen sehen und aus dieser Haltung heraus dann höchst aktiv werden können. Also Mystik und Politik, Mystik und Diakonie. Dies alles aber in dem Wissen, dass wir Mitwirkende sind und dass einer immer schon uns zuvor ist oder eine, jedenfalls das Geheimnis, das wir Gott nennen und in Jesus Christus als den kennenlernen, der nicht Sondererfahrungen sucht, sondern der in die Tiefe der ganzen Wirklichkeit hineinführt. Keiner hat unseren Leitsatz in der jüngeren Zeit mit Alfred Delp so wunderbar ausgelegt wie sein Ordensbruder Teilhard de Chardin, und mit dem will ich schließen. Sein Buch »Das göttliche Milieu«, die fantastischste Ausführung und Entfaltung der ignatianischen Exerzitien in einem evolutiven, kosmischen Zusammenhang. Gott erwartet uns in den Dingen. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Mit dem einen Arm fördert er alles aus uns heraus, was möglich ist, die ganze unglaublichen Möglichkeiten unserer Freiheit, gestalterisch, initiatorisch und so fort. Und mit dem anderen Arm ist es die Kommunion der Minderung, der Erfahrung der Eingrenzung, der Begrenztheit, des Abnehmens, des Sterbens, sozusagen Geburtlichkeit und Tod, die beiden Arme, in denen das zur Welt kommen gestaltet wird. Einer Freundin, die
unter der tödlichen Krankheit ihres Freundes schrecklich verzweifelt leidet, schreibt er in einem tröstenden Brief am Schluss, und das soll dann auch mein Schluss sein, um dieses Gott suchen und Gott finden in allen Dingen, in der Geburt und im Tod, in der Gesundheit und in der Krankheit, im Gelingen und im Scheitern, im Guten wie im Bösen. Am Schluss sagt er, Théâtre de Chardin, derart das Leben lieben und uns derart ihm anvertrauen, dass wir es umarmen und selbst durch den Tod hindurch in es hineinstürzen. Das ist die einzige Haltung, die sie zu beruhigen und die sie zu stärken vermag. Irrsinnig das Größere als man selbst lieben. Alle Vereinigung, vor allem mit einem Größeren, bringen eine Art sich selber sterben mit sich. Der Tod ist nur annehmbar, wenn er den physisch notwendigen Übergang zu einer Vereinigung darstellt. Die kosmische heilige Kommunion. Dankeschön.